Seit Raymans erstem Wii-Abenteuer sind die Rabbids bei Ubisoft nicht mehr wegzukriegen. Zuerst waren die verrückten Hasen in mehreren Minispielsammlungen vertreten, bevor es dann mit Rabbids Go Home ein seichtes Abenteuer auf der Wii zu spielen gab. Nun sind sie zurück und besuchen den Nintendo 3DS in ihrem ersten Jump'n'Run. Doch ist der neueste Teil ein Spaßgerannt durch die Zeit oder ein schnell vergessenes Rumgehüpfe? Was können die Rabbids am besten? Richtig, für Chaos sorgen. So auch in ihrem Abenteuer auf dem 3DS, wo die Hasen ein Museum unsicher machen. Plötzlich erscheint aber eine Waschmaschine aus dem Nichts und ein weiterer Rabbid kommt zum Vorschein. Mit einem Schwimmring um die Hüften kann dieser aber nicht viel ausrichten, als plötzlich ein kleiner Kampf um besagten Schwimmring des Hasen entsteht und dieser wieder in seiner Waschmaschine verschwindet. Diese stellt sich als Zeitmaschine heraus und katapultiert die Rabbids in die Steinzeit zurück. Hier beginnt das Spiel auch schon. Eine ausgeprägte Rahmenhandlung gibt es nicht. Das Video im Museum dient eher als Mittel zum Zweck, sodass man eigentlich gar nicht von einer Story bei Rabbids 3D sprechen kann. Fortan müsst ihr vier Epochen meistern. So seid ihr unter anderem in Ägypten oder der sogenannten prähistorischen Zeit unterwegs. In jeder Epoche müsst ihr 16 Level abschließen, bevor es weitergeht. Wer nun 1 und 1 zusammenzählen kann, wird feststellen, dass Rabbids 3D mit 64 Leveln aufwarten kann. Klingt viel, ist viel, kann aber besser sein. Wieso das so ist, wird euch aber recht schnell klar, wenn ihr ein paar Level absolviert habt. Das 3D-Abenteuer ist nämlich ein Jump'n'Run alter Schule, in dem es darum geht, von links nach rechts zu kommen und die Waschmaschine am Ende eines jeden Levels zu finden. Soweit ja nichts Schlechtes, beweisen doch Knaller wie beispielsweise New Super Mario Bros., dass Side-Scroll-Jump'n'Runs immer noch überzeugen können. Leider macht Rabbids 3 einen gravierenden Fehler. Nun ja, eigentlich zwei Fehler. Zum einen ist es sehr leicht. Ihr hüpft, rennt und schlagt euch ohne Probleme durch alle 64 Level. Es gehen viele Level ins Land, bevor ihr ein Leben verliert. Und wenn es passiert, dann auch nur, weil ihr einfach falsch gesprungen seid. Mit Schwierigkeitsgrad oder ähnlichem hat das aber nichts zu tun. Schade, ein wenig mehr Anspruch hätte dem Spiel gut getan. Zweiter Fauxpas ist das simple Level-Design. Ihr bekommt das Gefühl nicht los, dass die Entwickler die Level alle in einem Rush erledigt haben. Dafür ähneln sie sich zu sehr, was den reinen Aufbau angeht. Klar unterscheiden sich die Level im Setting, je nach Epoche, und weisen hier und da kleine Unterschiede auf, aber hier fehlt leider ganz klar die Abwechslung. Apropos Abwechslung, diese hätte auch im Gegner-Design stärker ausgeprägt sein können. Ihr trefft im Verlauf eurer Reise nämlich nur auf eine Handvoll anderer Rabbids, die euch das Leben schwer machen wollen. Andere Feinde, geschweige denn Endgegner, gibt es nicht. Aber nun genug der ganzen Kritik. Rabbids 3D hat nämlich auch seine guten Seiten. Das Spiel macht nämlich trotzdem eine Menge Spaß, wenn man nicht allzu streng mit den Fehlern zu Felde zieht. So sind die Level trotz Ähnlichkeiten gut gelungen und motivieren zum Weiterspielen. Dabei ist das Spiel eins von dieser Sorte, wo man eigentlich schon aufhören möchte, dann aber noch diesen einen, ach, das Level mache ich noch Gedanken hat und nicht aus dem Kopf kriegt. Darüber hinaus sind die Level aber auch schön lang. So müsst ihr auch mal mehr als 5 Checkpoints passieren, bevor ihr das Ende seht. Und auch Sammler kommen auf ihre Kosten. Denn es müssen Items wie Münzen, Gummienten, Schwimmringe und Besonderdings da gesammelt werden. Münzen, Gummienten und Schwimmringe werden dann zu Punkten umgewandelt, mit denen ihr Bonusgegenstände wie etwa belanglose 3D-Figuren oder aber neue Kleidungsstücke freispielt. Habt ihr Klamotten in eurem virtuellen Schrank, könnt ihr euren Rabbids teilen und so beispielsweise als Ritter oder Mumie durch die Level springen. Ein Feature, das null Mehrwert zum Gameplay beiträgt, aber dem ein oder anderen von euch vielleicht auch ein Schmunzeln aus dem Gesicht entlockt. Die Besonderdings da schalten dagegen Bonus-Level frei, die zwei verschiedene Epochen miteinander kombinieren und so das Ganze ein wenig auflockern. So fliegt dann ein Flugsaurier im alten Ägypten durch die Gegend und sorgt für einige Lacher. Habt ihr das Abenteuer gemeistert und alle 64 Level beendet, könnt ihr euch in den gleichen Leveln im Time-Attack-Modus versuchen. Neben diesem gibt es auch einen Mission-Modus, wo ihr mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert werdet. So müsst ihr mal alle Blöcke in einem Level zerstören oder unbeschadet zum Ende gelangen. Diese beiden Modi wollen für den Wiederspielwert sorgen, schaffen es aber nicht ganz. Da man die Level alle schon gesehen hat, einen reinen Multiplayer-Modus gibt es leider nicht. Wie sagt man so schön, der erste Eindruck zählt. Das gilt oft auch für die Grafik in einem Videospiel. Und hier hat sich Ubisoft das richtige Setting zu Anfang des Spiels entschieden. Die prähistorische Welt überzeugt mit sattem Urwald und kleinen Details wie Flugsauriern. Dabei läuft das Game auch noch super flüssig. Die folgenden Welten sind aber nicht mehr ganz so schick. So kommt Ägypten leider ziemlich trist rüber. Schade.
Was den 3D-Effekt angeht, ist Rabbids 3D leider alles andere als ein Paradebeispiel. Auf der höchsten Stufe hat man einen leichten Tiefeneffekt, der aber kaum der Rede wert ist. Mehr Spielereien wie etwa Ebenenwechsel oder ein Zusammenspiel mit der Umgebung wären wünschenswert gewesen. 3D ist also sehr schwach umgesetzt. Beim Sound gibt's das Bekannte. Die skurrilen Geräusche der Rabbids sind natürlich auch hier vertreten und sorgen für einige Lacher. Daneben gibt es aber belangloses Gedudel, das zwar zum Spiel passt, aber keinen Blumentopf gewinnt. Gleiches gilt übrigens auch für die Soundeffekte. Ja, wie sieht mein Fazit zu Rabbids 3D aus? Wer auf unkomplizierte Japan Runs steht, macht auch mit dem Abenteuer der verrückten Yubi-Hasen nichts falsch. Zu viel davon aber nicht erwarten, da der angesprochene Schwierigkeitsgrad nicht vorhanden ist und auch die Abwechslung viel zu kurz kommt. Was leider auch komplett vernachlässigt scheint, ist der 3D-Effekt, mit welchem man vor allem in einem Jump'n'Run coole Spielereien hätte machen können. Hier hat Ubisoft einfach Chancen vertan. Spaß macht Rabbids 3D aber trotzdem, eben weil es ein unkompliziertes Spielvergnügen ist. Für eine klare Kaufempfehlung zum Vollpreis reicht es aber nicht.